Du hast Konjunkturzyklen in deiner Branche? Du kämpfst mit einem Sommerloch und fragst dich, wie gehst du damit um? Die Antwort bekommst du jetzt. Jürgen war Teilnehmer bei der Vertriebsoffensive in Dortmund. Jürgen hat Umsatz extrem gelesen, mein Buch, und Jürgen hat mir eine Nachricht via Xing geschickt. Jürgen hat gefragt, wie gehe ich mit dem Sommerloch um? Was kann ich gegen das Sommerloch tun? Jürgen, in der Frage steckt ein Denkfehler drin. Du beschreibst, du gehst in Urlaub und in der Urlaubszeit läuft nichts und wenn du wiederkommst, dann brauchst du auch erstmal eine ganze Zeit, bis dass du wieder Momentum aufgebaut hast. Das ist normal. Du machst zwischendurch mal eine Pause und dann musst du aus diesem Loch wieder rauskommen. Das ist ganz normal. Der Denkfehler, der da drin steckt, ist, dass du das ganze Jahr auf einem gewissen Umsatzniveau läufst. Das ist Unsinn. Die Natur macht es vor. Die Natur hat Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und das gibt es auch im Vertrieb. Ein Beispiel. Eine Autobank fährt im letzten Quartal des Jahres eine Aktion. Riesige Umsätze. Ganz viele Neukunden akquiriert. Und die Verkäufer haben gearbeitet von morgens bis abends Vollgas. Weihnachten ist die Nummer durch. Die Verkäufer gehen in den Weihnachtsurlaub, Anfang Januar kommen sie wieder. Wie ist der Januar? Der Januar ist nicht der Monat, wo viele Menschen ihr Auto kaufen und damit auch finanzieren, also für die Bank ganz wenig Umsatz. Der Februar auch nicht. Es gab damals die Aktion mit der Abwrackprämie und die war nun mal am 31.12. zu Ende. Das heißt, diese Abwrackprämie hat natürlich eine riesen Sonderkonjunktur ausgelöst. Dass jetzt der Januar und der Februar und vielleicht auch der März nicht richtig gut laufen in dem Bereich, das ist doch logisch. Also, was machen die Verkäufer? Sie halten im Januar und Februar die Füße still. Es gibt eine alte Regel, die heißt, wenn's gut geht, sollst du mehr machen. Und das haben die gemacht. Niemand hat im letzten Quartal des Jahres Urlaub gemacht. Alle haben 3 Monate richtig Vollgas gegeben und mega Umsätze gefahren. Und dann ist es klar, dass im Januar und Februar nicht viel passiert. Also, es geht nicht darum, wie du ein Sommerloch ausgleichst, in dem eh nicht groß was läuft, sondern es geht darum, wie du die Zeit zwischen den Sommerlöchern so voll machst, dass du völlig entspannt im Sommerloch in Urlaub fährst und weißt, du hast richtig gute Umsätze gemacht. Da ist der Denkfehler drin. Erstens, wenn es gut geht, machst du mehr, erhöhst du deine Aktivitäten. Und zweitens, wenn du wirklich ein konjunkturelles Sommerloch hast, dann hältst du mal ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen die Füße still. Sammelst Energie, um dann zum richtigen Zeitpunkt wieder richtig Attacke zu geben. In dem Sinne, ich wünsche dir ganz kurze, ganz flache Sommerlöcher und ansonsten maximale Umsätze. Viel Erfolg!